Gehen heuer in unsere Debütsaison und wollen einfach unsere Kompetenz im Motorsport zeigen. Als neues Team, natürlich unerfahren, sehen wir das jetzt erstmal als Lehrjahr und wollen natürlich trotzdem möglichst erfolgreich sein. Wir haben uns sehr lang und sehr gut überlegt, wen wir ins Team holen und sind sehr zufrieden und auch glücklich damit, dass wir die beiden an Bord haben. Mit der Marke Porsche haben wir eine auch längere Tradition und ich denke, das war auch die richtige Wahl und sind sehr gut aufgestellt. Ja, ist ein bisschen ungewohnt, weil normalerweise sind wir immer gegeneinander gefahren, vor allem in Cuprennen. Jetzt das erste Mal sind wir Teamkollegen und fahren im selben Auto. Aber ich verstehe mich mit ihm gut, ich habe auch früher keine Probleme gehabt mit ihm auf der Strecke, deswegen haben wir da eigentlich jetzt auch keine Probleme und ja, hoffen wir, dass das bleibt. Zwischen Porsche Cup und GT Masters ist natürlich ein Riesenunterschied, weil GT3 Autos viel mehr Aerodynamik haben als jetzt die Cup Autos. GT Masters ist einfach eine viel größere Mannschaft. Ja, das Team spielt eigentlich noch eine wichtigere Rolle wie im Cup Auto. Dann gibt es ja auch verschiedene Autos, verschiedene Hersteller. Also ist alles ein bisschen komplizierter. Aber ich glaube, wie gesagt, wir sind ganz gut aufgestellt. Ich glaube, wir können es alle kaum erwarten, dass es jetzt endlich losgeht, dass wir endlich starten können. Ich glaube, dass im Moment das ADAC GT Master sicherlich die stärkste GT3-Serie, die es gibt, national in der Welt, ist auf jeden Fall. Das Wettbewerbsniveau ist sehr hoch. Wenn man irgendwo einen kleinen Fehler macht, ist man mal ruckzuck 15. Im Qualifying und dann wird es natürlich schwierig im Rennen. Wir wollen nicht mitfahren, sondern wir wollen schon auch wettbewerbsfähig mitfahren und auch dem einen oder anderen Punkt und vielleicht auch Podium uns holen in dieser Saison.